Ein bezauberndes, strahlendes Hallo, meine lieben YouTube-Zuschauer und Zuschauerinnen, respektive auch Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt meinen YouTube-Kanal auch abonniert haben und zuschauen. Ja, das ist wieder mal eine Podcast-Folge, eine ganz besondere Podcast-Folge, die ich gern mit euch teilen möchte, auch auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar, ich habe eine Frage bekommen, wieder mal aus den Social-Media-Kanälen. Und die Frage war, sag mal, Michael, wie ist denn dein Podcast zustande gekommen? Wie hast du mit deinem Podcast gestartet? Da gibt es eine kleine Geschichte. Und das heißt eine kleine Geschichte. Schau mal, jetzt setze ich mich ein bisschen auf meinen Stehhocker, um dir diese Geschichte zu erzählen. Ich muss gerade auch parallel auf meinem Handy gucken, wo ich meinen Podcast gehostet habe, weil da kann ich genau das Datum sehen, wann ich ihn veröffentlicht habe. Und by the way, es sind ja schon einige Folgen zustande gekommen und auch ja, einige Sachen rausgekommen. Ich habe meinen Podcast seit dem 25.05.2020 gelauncht. Und seitdem war ich diszipliniert daran, Podcast-Folgen zu produzieren. Mal als Video, mal nur als Audio. Einige, die allerersten Podcast-Folgen, die gibt es respektive nur in der Audio-Variante. Aber dafür einen anderen Jingle, eine andere Musik, weil ab der 10. habe ich dann ein Rebranding in der Musik gemacht, in meinem Podcast. Aber ich glaube, das habe ich auch damals in den ganzen Podcast-Episoden erzählt und so weiter und so fort. Warum, weshalb? Genau, weil ich da auch ein bisschen geguckt habe, weil ich anfangs an jeden Tag eine Podcast-Folge hochgeladen habe, produziert habe, hochgeladen habe. Und danach musste ich gucken, wie ich noch qualifizierter Content produzieren kann und den dann auch für die Podcast-Plattform hochladen kann. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich mache das nur an einem Tag, veröffentliche nur an einem Tag die Podcast-Folge und somit habe ich dann auch Zeit für den Content zu schreiben, den Content zu posten auf die anderen sozialen Medien und halt Sneak Peeks dort zu rüberzählen, weil der Podcast hat man ja am Ohr. Also mit den AirPods, mit den Kopfhörern, beim Joggen, beim Fitnessstudio und so weiter und so fort, auch beim Autofahren. Genau. Und ja, wie ist denn mein Podcast jetzt aber zustande gekommen? Da kann ich eine kleine Fun-Fact-Story erzählen. Damals am 25.05., da war ich noch angestellt bei einer Franchise-Agentur von der Deutschen Telekom. Und ich war im Hotel, weil ich ja mehrere Filialen betreut habe und mehrere Filialen auch besucht habe und dort gearbeitet habe, war ich wieder mal im Hotel an diesem Tag. Und abends, nach Feierabend, war mir irgendwie langweilig. Fernseh gucken, ja, kam nichts Gescheites oder generell gucke ich generell sowieso kein Fernsehen. Netflix habe ich keine Lust gehabt, irgendwie auf meinem Smartphone Netflix zu schauen. Laptop hatte ich schon dabei, aber habe irgendwie keine Lust drauf gehabt, auf Netflix zu schauen. Ich habe gedacht, okay, was machst du? Was machst du mit deiner Zeit? Wie kannst du Mehrwert schaffen, indem du von deiner Expertise die Leute dich begeistern kannst und über die Tätigkeit in dem Telekom-Shop zu erzählen und halt auch über das Verkaufen und über den Vertrieb und so weiter und so fort, habe ich mir also so ein bisschen erstmal ein Konzept geschrieben an meinem Laptop
und geschaut, was ich für eine Zielgruppe erreichen möchte und wo ich hingehen möchte und was es sein soll. Und da war klar, Vertrieb, Verkauf, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset soll alles in dem Podcast drin sein. Natürlich auch andere Sachen, persönliche Sachen, aber hin mehr auf Mehrwert gebaut und die sollten halt auch schon hochwertig sein und so weiter und so fort. Und habe dann halt damit angefangen, mir einen Trailer zu bauen und so weiter und so fort. Und habe dann halt über alle Themen, über Vertrieb, Verkauf, Mindset, Persönlichkeit, Entwicklung gesprochen. Und ja, und mittlerweile sind wir bei der 100. Ich muss gerade mal gucken. Sind wir bei der 105. oder 6. Folge in meinem Podcast. Und deshalb, ja, möchte ich auch dir gerne meinen Podcast, Spiegelverkehr, ja, Podcast empfehlen. Der Link ist in den Shownotes. Und ja, wie du siehst, auch ich habe mit der Kamera ab und zu mal meine Probleme, weil es immer so spiegelverkehrt ist. Ich muss gucken, dass ich da und da oder da und da hinzeige. Ja, das ist halt, ja, weil eigentlich steht, wenn ich in mein Büro reinkomme, steht das Flipchart da. Also das Flipchart steht hier so in der Mitte und das Banner steht direkt an der Tür. Ja, und jetzt im Bild ist ein bisschen spiegelverkehrt, also muss ich da immer spiegelverkehrt denken. Aber von da aus, man kann ja alles lesen und ihr seht ja, was es da darum geht. Ne? Und ich habe natürlich auch in der Zeit, wo ich angestellt habe, da so einen 10-Stufe-Plan der Selbstständigkeit geschrieben. Genau, das gibt es auch. Link ist auch in den Shownotes noch einmal. Genau. Aber ja, so ist es halt so entstanden. Aber das Beste und das Coolste war, wie ich ja angefangen habe mit dem Podcast, habe ich ja gar nicht damals hier mit so einem Mikrofon mein Podcast aufgenommen. Und hier ist eigentlich auch so ein Trick, wo ich jetzt mittlerweile gekriegt habe, weil hier man filtert halt wenig raus. Ne? Wenn ich aber hier Stoff rein drüber tue, ist halt es noch ein bisschen angenehmer und man kann halt mich noch ein bisschen mehr verstehen. Damals, wie ich angefangen habe, habe ich eigentlich nur dieses iPhone gehabt und meine AirPods mit dem Schnur. Und ich habe über 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 diese App meinen Podcast aufgenommen, also über die Sprachmemo, ne, habe ich meinen Podcast aufgenommen, geschnitten und bearbeitet und dann halt Vorspann noch gemacht und einen Abspann noch gemacht. Guter Abspann habe ich immer dann während der Podcast-Folge eingesprochen und dann halt der Abspann als Musik dann hinterlegt und bearbeitet habe ich das entweder in iMovie oder in CapCut. Na, hier siehst du meine ganzen Video- und Bilderbearbeitungsprogramme. Natürlich habe ich da noch einige andere Programme drauf, was ich sonst so nutze. Hier siehst du auch noch ein paar Tools. Genau. Ja, genau. Ja, und ja, das Coolste war, ich habe das halt, weil ich konnte ja nicht laut sprechen, ne, weil es abends war, die anderen da und da, wollte ich jetzt irgendwie auch nicht aufwecken oder wollte ich irgendwie wachrütteln oder so, habe ich meine Bettdecke über den Kopf gezogen und habe meinen Podcast in mein iPhone damals diktiert und aufgenommen. Ja, und ja, mittlerweile und in der Zeit, wo ich immer mehr gemacht habe und immer mehr gemacht habe, habe ich dann ja, ein Mikrofon
mir gekauft, das jetzt momentan hier mit so einem Arm befestigt ist, an einem Arm befestigt ist. Das ist ein USB-Mikrofon, wo ich direkt am Rechner habe. Und damit habe ich auch natürlich während der Zeit, wo ich angestellt habe, im Hotel benutzt. Und jetzt nutze ich das auch hier. Das ist fest installiert, kann aber jeder zu jeder Zeit dieses Mikrofon auch wieder abmontieren. Genau. Ja, und so eigentlich bin ich zu dem ganzen Podcast-Thema gekommen. Und ich war diszipliniert und ich habe immer wieder neue Themen gesucht, neue Sachen gesucht, neue Inhalte gesucht, neuen Content produziert, einen eigenen Content produziert, immer geguckt, wo ich meine Expertise, also wirklich meine Expertise, im Vordergrund habe und wie ich meinen Content für euch attraktiv gestalte. Immer wieder habe ich zwei, drei Tipps gemacht und so weiter und so fort. Und Zitate gepostet, Zitate als Podcast-Episoden gesagt und ergänzt. Ja, und es kommen immer weitere dazu. Und ja, das ist so mein Podcast-Baby. So bin ich zu meinem Podcast gekommen. Wenn du mehr wissen willst, hinterlass ein Like, Kommentare und abonniere gerne meinen YouTube-Kanal, abonniere gerne meinen Podcast, hinterlasse gerne 5-Sterne-Rezensionsbewertungen auf meinen Podcast bei iTunes oder Spotify. Findet ihr aber natürlich auf den anderen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Würde mich freuen, wenn du einen Screenshot machst von dem Podcast, wenn du den anhörst beim Autofahren oder beim Joggen und mich bei Instagram verlinken tust, so dass ich sehe, aha, der oder der hört meinen Podcast. Würde mich freuen. Das ist so deine Challenge an dich. Ja, und wenn du mir das dann schickst, die Verlinkung machst und meinen Podcast hörst, gibt es auch hin und wieder mal Geschenke in meinem Podcast, respektive auch hier auf meinem YouTube-Kanal, respektive werde ich das dann auch in meiner Insta-Story erzählen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Dein Michael.